Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Redstone Schule und hinter dieser Wand versteckt sich auch unser lieber Busch. Warum, verstehe ich nicht so genau, aber er ist da. Guckt, hey, wenn ich mich drehe. Da ist er. Hey, ho, du weißt genau, du hast mir gerade ganz schön Angst gemacht. Ich habe dir Angst gemacht? Ja, das kann sein. Das ist auch okay. Wir wollen heute ein bisschen was zeigen. Ihr seht, da unten stehen immer noch so ein paar Maschinen rum. Und was genau das ist und warum wir euch das zeigen, beziehungsweise wofür wir das verwenden, das zeige ich euch nach dem Intro. Und da sind wir auch schon. Schwupp. Nein, ich habe noch keinen No-Fall. Es ist einfach nur Fly an. Und wir zeigen euch heute X-Ore-Gatter. Die haben wir euch nämlich noch nicht gezeigt. Gehören immer noch zu der Serie der Grundschaltungen. Die waren wir euch noch schuldig aus den vorherigen Folgen. Und da haben wir zwei Modelle stehen. Einmal haben wir dieses einfache, nicht ganz so komplexe Modell. Das wirkt im ersten Moment ein bisschen komplexer, aber ist es gar nicht. Und dann haben wir dieses etwas unübersichtlichere Modell über zwei Etagen. Aber letztlich machen beide genau das Gleiche. Kommt einfach darauf an, was einem besser gefällt, wie viel Platz man hat und was man erreichen will. Und was können die? Ganz einfach gesprochen, man kann hier beispielsweise mit zwei Schaltern, kann der Busch jetzt zum Beispiel hier auf der Seite das Licht ausschalten und wieder einschalten, wie er möchte. Er kann es aber auch auf dieser Seite aus- und einschalten, wie er möchte. Unabhängig davon, wie der andere Schalter steht, kann man also quasi am einen Raumende oder am anderen Raumende das Licht an- und ausschalten, als Beispiel. Jetzt gibt es nur einen kleinen Haken bei dieser Methode hier. Und zwar ist das so, dass das Signal in der Mitte hier abgenommen werden muss. Deswegen steht die Laterne hier mittendrin und deswegen ist auch ein Redstone-Punkt obendrauf. Das heißt, ihr müsstet jetzt eine Verbindung aus der Mitte hinausbauen, wenn ihr das Signal abnehmen und beispielsweise an mehrere Lampen verteilen wollt. Das könnte auf diese Weise hier zum Beispiel funktionieren. Und da ist zum Beispiel auch was ganz Spannendes, das haben wir auch noch nie gezeigt. Der Busch hat hier eine Half Slab reingepackt, eine Stone Slab. Und das macht er, weil die sich jetzt nicht von der Fackel da unten triggern lässt. Das heißt, würde hier würde man hier eine Fackel drunter packen, dann würde die Fackel das Signal immer an diesen Block abgeben. Bei dieser Stone Slab passiert das eben nicht. Man kann das als Brücke über diese Fackel nutzen. So, ja, also wie gesagt, man kann an einer Seite Licht an- und ausschalten, man kann es an der anderen Seite an- und ausschalten. Ich kann es aber jetzt hier an- und hier ausschalten. Und dann hier wieder anschalten. Also beliebige Reihenfolge. Es macht keinen Unterschied. Vollkommen egal. Und das gleiche macht hier hinten unsere Maschine im Grunde auch. So, das heißt, ich kann hier das Licht ausschalten. Ich kann es hier wieder einschalten oder wieder ausschalten. Und so weiter. Hin und her. Munter und lustig. Wie man möchte. Einfach an zwei verschiedenen Orten schalten. So, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Und der liebe Busch hat noch gar keine Zeit, was zu sagen. Oder keine Gelegenheit, was zu sagen. Busch, vielleicht gebe ich dir einfach mal das Wort. Ja, kurz zur Funktionsweise hier bei diesen Schaltungen. Zum einen sehen wir hier, dass zwei Komparatoren hier in der Mitte auf die Lampe eben drauf zeigen. Das sind diese, die dann im Endeffekt dann die Lampe bepowern. Die Komparatoren sind hier im Subtraktionsmodus. Das heißt, von dem Signal, was hinten kommt, ziehen sie das Signal, was von der Seite kommt, ab. Im Moment kommt von hinten eins mit der Stärke 15 und wenn einer der Repeater bepowert ist, auch von der 1 der Stärke 15 und 15 minus 15 wenn natürlich 0. Wenn ihr nicht mehr wisst, wovon die Rede ist bei der Stärke 15, dann schaut nochmal ganz zurück an den Anfang, Redstone Schule Folgen 1 bis 3, da wird nochmal das Thema Signalstärke erklärt. Genau. Und jetzt ist es dann eben so, wenn ein Repeater jetzt den Komparator hier bepowert, dann geht in der Mitte von dem einen Komparator das Signal aus. Aber solange einer der beiden Komparatoren noch bleibt die Mitte an. Wenn ich das hier jetzt umwechsel, den einen Hebel, dann geht auf der einen Seite der Repeater aus, auf der anderen Seite der Repeater an und die Komparatoren sind gesperrt. Und das ist jetzt hier so, jetzt sind beide Repeater auf derselben Seite und egal wo ich wechsle, die Seite des Repeaters wechselt eben und dadurch ist dann immer ein Komparator entweder mit beiden Repeatern oder mit nur einem Repeater gesperrt. Wir wandern mal hier zu diesem anderen Modell hinüber und da sehen wir jetzt zwei Hebel. Wir sehen aber auch noch einen Knopf in der Mitte und wir sehen keine Comparator. Die sind hier nicht verbaut. Das ist also ein bisschen sparsamer, wenn man jetzt keinen Quarz hat, um sich einen Comparator zu machen oder so. Ist das hier vielleicht die richtige Wahl?
und wir sehen dafür aber ein paar mehr Fackeln noch. Ja, erstmal zu diesem Knopf hier. Der Knopf ist im Endeffekt, ist es irrelevant, was hier steckt. Hier könnte auch genauso gut ein Komparator stehen oder irgendetwas. Es geht dann hauptsächlich durch das, was hier platziert wird, um dieses, na, jetzt tue ich mal wieder den Knopf hin, um dieses eine Signal hier. Es geht nämlich darum, dass dieses Signal gestreckt ist und in einen Block hinein zeigt. Wenn hier jetzt kein Knopf sitzt, dann ist es ein Signal und das runde Signal bepowert alle drei Blöcke um ihn herum. Das soll er eben nicht, er soll nur den Block bepowern, in den er jetzt eben hinein zeigt. Deswegen da einen Knopf hin. Genau, also keine Funktion der Knopf, sondern nur ein Hilfsmittel, um das Signal nur in diesen Block und nicht in allen drei laufen zu lassen. Genau, könnten wir eben auch einen Repeater hinsetzen. Repeater, dann denkt niemand, dass er den Knopf drücken müsste. So, ansonsten, okay. Gleiches Spiel habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ja, und wie funktioniert diese? Im Endeffekt funktioniert die Schaltung hier so, dass wenn einer dieser beiden Blöcke hier bepowert wird, entweder durch den linken oder durch den rechten Hebel, dann wird hier in der Mitte dieses Signal, um das ich jetzt schon ein bisschen rum erzählt habe, bepowert und schaltet diese Fackel, die wenn jetzt keiner der beiden bepowert wird, dann ist hier in der Mitte das Signal auch aus. Hier oben ist die Fackel an. Gut. Hier unten ist ein ähnliches Spiel. Da ist auch eine Fackel, die unter diesem Block sitzt. Und wenn eben das linke oder das Redstone-Signal an ist oder eben beide an sind, dann ist die Fackel unten aus. Und durch einen Hebel wird jetzt immer hin und her gewechselt. Entweder die Seite unten wird bepowert oder oben das Redstone in der Mitte. Und hier gilt dann auch wieder, wenn beide Seiten das Redstone oben in der Mitte bepowern, dann geht die. Wenn beide Seiten das Redstone, das hier unten an der Fackel sitzt, bepowern, dann geht die obere Fackel an. Und somit kann jeder einzelne Hebel immer hin und her wechseln. So, wir hatten jetzt ein kleines bisschen Leck bei dir in der Sprache, aber das macht nichts. Man hat, glaube ich, das Wesentliche trotzdem verstanden. Es hat immer so ein Wort am Ende mal gefehlt, aber verständlich war es, denke ich. Also die Fackeln, das sind wir wieder bei dem Thema Fackeln, die ein Signal weitergeben, beziehungsweise die ein Signal negieren und ausschalten gegebenenfalls, wobei direkt negiert wird hier in der Form nicht. Aber über die Weitergabe mit dem punktförmigen Redstone ist es doch so eine Art, Verwandlung oder Umdrehung des Signals, die hier stattfindet. Ja. Ja, das sind die XOR-Gatter. Also, wie gesagt, meine Favoritenanwendung wäre jetzt, an zwei verschiedenen Stellen eine Sache schalten zu können. Ob das jetzt eine Tür ist, ob das jetzt ein Lichtschalter ist oder ob man damit irgendeine Falle in einer Farm aktiviert und deaktiviert, sowohl von innen als auch von außen oder ähnliches. Da kann man sich im Prinzip viel, viel, viel Gedanken machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wofür man das einsetzen kann. Und wenn ihr dafür einen Verwendungszweck habt und wenn ihr schon wisst, wo ihr das einbaut oder ihr habt es schon eingebaut, dann schreibt doch vielleicht einfach mal in die Kommentare, wofür ihr es verwendet. Wäre mal ganz interessant zu erfahren, ob ihr es schon in Verwendung hattet und wenn ihr es jetzt verwendet, wofür, was ihr genau damit macht. Einfach mal, damit wir ein bisschen lernen, was ihr so damit anstellt. Ich selbst verwende sie sehr gerne mal wieder in meinen Escape Rooms und da baue ich jetzt mal ein kurzes Beispiel auf. Hier rechts sitzt eine Fackel, die eben die Funktion des rechten Hebels übernimmt. Hier unten ist ein Repeater, den ich sperre von der Seite. Und jetzt kann ich mit diesem einen Hebel die Fackel an, die Lampe an- und ausschalten. Wenn jetzt aber ich das Ganze resetten will, dann drücke ich hier einmal den Knopf, dass der Repeater das Signal wieder übernimmt von dem Hebel. Und ihr seht, die Lampe geht aus. Und das ist immer, egal in welchem Status gerade sich die Lampe befindet, durch den Knopfdruck geht die Lampe immer aus. Ja, eine weitere Möglichkeit. Und auch beim Ansteuern gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das sind hier... Ihr könnt ja immer grundsätzlich alle Schaltungen, die wir hier so zeigen, in irgendeiner Weise miteinander kombinieren und daraus wieder neue Schaltungen kreieren. Das heißt, ihr könnt natürlich die Ansteuerung, wie der Busch es hier jetzt gemacht hat, auch verändern.
den Hebel wegbauen, die Fackel, hier den gesperrten und so weiter. Und da könnt ihr auch kreativ werden. Ja? Könnt beispielsweise auch einen Schalter ersetzen durch nochmal ein Und-Gatter dahinter oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es ja viele. Kommt einfach auf euren Verwendungszweck an. Und-Gatter war übrigens in der vorletzten Folge, glaube ich, drin. Die Und-Gatter? Vorletzte oder gut vorvorletzte möglich. Ich dachte in der dritten oder vierten sogar schon. Echt, so früh schon? Ich blicke nicht mehr durch, wir haben schon so viele Folgen. Das hier wird Folge 11 werden. Gut, dann war es das auch schon für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Däumchen da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte noch, die Glocke einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Montagsabend um 21.15 Uhr ist der Livestream, oft auch Busch dabei. Und zwischendurch kommen immer mal ganz spontan vielleicht kurze Videos oder kurze Streams. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, packe ich immer was dazwischen. Aber der Montagabend und der Donnerstag sind gesetzte Termine. Ja, ansonsten... Genau, und da schaue ich auch, dass ich dann immer mit dabei bin. Genau. Ansonsten könnt ihr auch gerne mich auf Instagram suchen, als Rusch83. Da gibt es immer mal ein paar interessante Informationen, vielleicht auch mal die eine oder andere Verlosung. Ich kündige da auch viele meiner Videos vorher an. Und auch da einfach abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Bis dann, euer Rusch83. Und euer Busch.